Willkommen zurück zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Und heute spiele ich für euch noch einmal eine weitere Folge, und zwar Geheimnisse von Nimbus. Es gibt einen Zwischenfall im Nimbus-System, Commander. Wir haben Berichte des Geheimdienstes der Romulanischen Republik erhalten, die auf Auslöser von Talaron-Waffen auf dem Planeten Nimbus 3 hindeuten. Ebenso gibt es immer mehr Berichte über Tal'Shiar-Aktivitäten auf dem Planeten. Heutzutage halten sich die meisten Leute lieber fern von Nimbus 3, da das Orion-Syndikat diesen Planeten praktisch unter seiner Kontrolle hat. Wenn dem Tal'Shiar gelungen ist, Talaron-Waffenauslöser oder gar die Kontrolle des Planeten zu erlangen, schafft dies eine diplomatische Verbindung zur Romulanischen Republik. Ich weiß, dass ich auf sie zählen kann und dass sie bestimmt richtig handeln werden. So, und ich habe mich schon auf dem Weg zum Nimbus-System gemacht und ich werde das jetzt betreten. Da ist die Fairy Tale. Sehr schön. Und jetzt beame ich runter auf Nimbus 3. Commander, wir sind bereit, Sie auf Ihr Kommando hinunter auf Nimbus 3 zu beamen. Okay, das machen wir jetzt. Ich werde begleitet von meiner treuen Crew. Ich bin richtig froh, dass ich sie habe. Sehr schön. Oh. Fluffy stolziert durch das Tor vom Lost Paradise. Setzen Sie sich mit Horace Jones in Verbindung. Okay, und das sieht so aus, als würde der gute Herr hier direkt stehen. Was hat er denn zu erzählen? Seid gegrüßt, ich bin Horace Jones. Interstellarer Händler, kühner Weltraumstreuner und Makler nützlicher Informationen. Ich wette, Sie sind hier bezüglich der verloren gegangenen Reisenden oder vielleicht wegen dem Waffenhandel. Liege ich richtig? Um es gleich loszuwerden, ich arbeite für keinen, ob Föderation, Klingonen oder Romulaner, für mich gibt es keinen Unterschied. Wie schon mein Großvater, mache ich gerne Geschäfte mit jedem. Was auch immer Sie benötigen, ich kann es beschaffen. Sei es Tritanium-Politur oder die neuesten Gerüchte. Und um auch dieses klarzustellen, unsere Beziehung ist rein, nun sagen wir es so, wenn das hier in die Binsen geht, dann kenne ich weder Sie, noch kennen Sie mich. Okay, wunderbar, dafür erhalte ich sogar schon Erfahrung. Sie wollen Informationen, ich habe sie. Sie müssen nur verhindern, dass jemand erfährt, von wem Sie sie haben. Erzählen Sie mir von den Talaron-Auslösern. Es ist eine große Sache, viele reden darüber, doch niemand ist wirklich sicher, stimmt's? Ich schätze, dass das Syndikat ein Stück dieser Aktion haben will und sie versuchen alles, ihren Fuß in die Tür zu behalten, während sie alles darum manipulieren, ohne dass es jemand sieht. Hinzu kommt, dass sich die meisten hier von jeglichen Ärger fernhalten. Wenn jemand hier ein Geschäft macht, dann wahrscheinlich an der Bar. Doch ich glaube, dass sie die Drahtzieher nicht in der Stadt finden. Es wäre zu riskant, sie hier zu behalten, wo ständig Leute kommen und gehen. Ich werde jetzt mal hier die untergegangene Stadt des Paradieses. Sehr interessant, Leute wie Sie hier zu sehen. Es hat sich offenbar keine Seele um unseren kleinen Planeten geschert, bis plötzlich das Gerücht die Runde macht, dass die Orioner irgendetwas Fieses in die Finger bekommen haben. Wenn auch noch Romulaner mit von der Partie sind, bringt das alles ganz schön ins Schwitzen. Infos wollen Sie? Klar, ich kann Ihnen Informationen liefern. Der Besitzer der Bar, ein geläuterter Borg namens Two of Eight, weiß über alles Bescheid, was in der Stadt vorgeht. Er kann Ihnen mehr über den Tal'Shiar verraten. Erzählen Sie nur nicht herum, dass Sie die Info von mir haben, klar? Okay, das akzeptiere ich gerne mal so. Dann werden wir das mal annehmen. So, und jetzt müssen wir diesen Two of Eight finden. Und das weiß ich auch schon, wo ich den finde. Das habe ich schon mal gesehen. Der ist in der Bar und der sitzt da ganz hinten an so einem... Ja, an so einem Stehtisch ist der.
mit Two of Eight sprechen? Sie kommen wegen Informationen hierher. Jemand hat Ihnen erzählt, dass ich sie Ihnen liefern könnte. Machen Sie es kurz. Talaron-Waffen, wo finde ich die? Ich werde Ihnen sagen, was ich auch den anderen gesagt habe. Die Talaron-Auslöser sind außerhalb der Stadt zu finden. Dort machen die Orioner ihre Geschäfte. Wir haben hier nicht viele Regeln, das ist jedoch eine, die wir befolgen. Lass Probleme außerhalb der Mauern. Jeder, der Probleme sucht, landet sowieso dort draußen, egal auf welchem Weg. Also geht es in die Wüste? Dann beginne ich dort. Sehr schön. Und jetzt muss ich verschwundene Offiziere lokalisieren. Hier kann man später, glaube ich, an so einem Tanzwettbewerb mitmachen. Das schaue ich mir später auch mal an. Aber erstmal möchte ich die verschwundenen Offiziere finden. Oh, oh, oh. Meine Crew wartet hier. Schlucky, wo bist denn du? Ach, da! Das war gar nicht meine Crew. Ich bin auch so ein kleiner, ja, Blindfisch. Diese Crew gehörte jemand anderem. So, ach, guck mal hier, wie schön. Ich kann jetzt hier... Ich will diese Skorpione hier metzeln. Total toll. Ah, ich kann hier was einsammeln, das mache ich auch. So nebenher. Ein bisschen Whisky. Oh, die Tribbles. Ich finde das süß. Ach, Moment. Fluschi Flauschi, dich nehme ich auch mit in die Wüste. Ah, guck mal, was liegt denn hier? Waffenüberreste. Scannen. Ich bin scheinbar auf dem richtigen Weg. Da ist noch was. Wehren Sie die Skorpione in der Nähe ab? Also die muss ich auch metzeln. Da bin ich gar nicht mal so falsch gewesen. Finde ich sehr gut. Da sind die nächsten. Wenn die weg sind, die guten Skorpione, kann ich da neue Überreste scannen. Meine Crew regelt das. Ich scanne hier. Arbeitet schön weiter, ihr Lieben. Ihr müsst ein bisschen was tun für eure Verpflegung. Ich will das mitnehmen. Gegenstände nehmen. Wenn sie nicht im Kampf befinden, können sie ihr Schiff rufen, um sie zurück nach Paradise City zu beamen. Okay, das steht ja dann hier. Hier muss ich als nächstes irgendwo was... Sieht so aus als... Ah, da ist was. Und da liegen auch schon tote Krieger. Ich sammle hier mal eben kurz die Gegenstände ein. Und kann man den Kriegern vielleicht noch helfen? Überreste scannen? Wäre ja ganz gut, weil die scheinen nämlich noch zu leben. Kann ich euch irgendwie helfen? Zur Krankenstation beamen? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu meinem Auftrag gehört, aber... Oh! Aber... guck mal, da hinten liegen noch mehr. Den helfe ich aber auch mal. Egal, ob es dazugehört oder nicht. Wir sind ja human. So, sehr schön. Da sind weitere Skorpione. 5 Stück müssen wir noch eliminieren. Und einmal Waffenüberreste scannen. Und das Schöne hier an dem Bus 3, an dieser Wüstenstadt, ist, man kann ja hier die ganze Zeit über die Skorpione killen. Die kommen ja immer wieder und so kann man ja halt auch Items farmen. Sehr schön.
Und jetzt muss ich zurück zu Two of Eight. Das werde ich jetzt auch umgehend machen. Laufe ich nochmal zurück und spreche erstmal mit dem. Weil ich heute auch irgendwie nicht das Glück auf meiner Seite habe, muss ich ja gestehen, dass jetzt gleich, also wir haben jetzt 14:40 Uhr und um 16 Uhr kommt diese Serverwartung. Und ich habe leider gerade erst Zeit dazu, die Aufnahme zu machen. Und ich würde die gerne noch schaffen, bevor diese Serverwartung ist. Ich möchte doch so gerne. Weil ich hatte das versprochen, dass ich euch samstags zwei Folgen schenke. So. Da. Two of Eight. Ich möchte mich für die Täuschung entschuldigen, Commander. Es war offenbar ein Fehler, Sie in die Irre zu führen. Meine Handlungsweise war jedoch nicht böswillig gemeint. Ich will Ihnen keinen Schaden zufügen. Wenn ich Ihnen helfe, darf ich jedoch nicht gesehen werden. Wenn das Orion-Syndikat davon erfährt, werde ich beseitigt. Da Sie jedoch die Wüste überlebt haben, haben Sie vielleicht, was es braucht, um gegen das Syndikat zu bestehen. Okay, wo sind denn die Talaron-Auslöser? Ich kann nur bestätigen, dass sich die Talaron-Auslöser im Besitz des Orion-Syndikats befinden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nennen Sie es ein Standardminimum Feigheit. Vielleicht handelt es sich auch nur um einen starken Selbsterhaltungstrieb. Es gibt nur einen Mann in dieser Stadt, der gewillt wäre, Ihnen zu helfen. Dieser Mann nennt sich Law. Er verlässt sein Haus in der Nähe nicht. Jedoch werde ich Ihnen zeigen, wie Sie ihm ein Signal geben können. Wenn er mit Ihnen sprechen will, wird er es tun. Okay, dann werde ich mal mit Law sprechen. Ich glaube zu wissen, wo ich den finde. Aus der Erinnerung heraus. Das ist da so eine Kiste an. Das müsste das sein. Ja, dann kann ich jetzt Law kontaktieren. Wer ist da? Oh, Sie sind nicht von hier, oder? Wer hat Ihnen von dem Signal erzählt? Sind Sie nur hier, um mich zu ärgern? Wenn Sie das Signal kennen, dann wissen Sie, dass ich hier einst Friedenswächter war. Nun, ich werde mich nicht mehr für diese Aufgabe zurückmelden. Nicht nach dem, was das Syndikat mir angetan hat. Lassen Sie mich in Ruhe. Wer waren die Friedenswächter? Friedenswächter, ha! Das war eine großartige Idee. Wir sollten hier das Gesetz vertreten. Die meisten Leute betrachteten sie als Scherz. Doch ich nahm die Aufgabe ernst. Dem Orion-Syndikat gefiel das nicht. Sie zerrten mich vor aller Augen in der Stadt aus dem Verkehr und nun, ich werde nicht darauf eingehen, was Hassan und seine Crew mir angetan haben. Sie brauchen nur zu wissen, dass ich gelernt habe, sich nicht mit dem Syndikat anzulegen. Okay, Law. Ich versuche Informationen über Talaron-Auslöser zu bekommen. Mir wurde gesagt, dass Sie mir helfen könnten. Talaron-Auslöser? Warum sollte ich Ihnen dabei helfen? Das Orion-Syndikat wird mich töten, wenn ich Ihnen irgendetwas erzähle. Sie hätten vor 2 Jahren hierher kommen sollen. Mein altes Ich hätte Ihnen auf der Stelle geholfen. Allerdings sehen Sie aus, als hätten Sie die Wüste überlebt. Das heißt, Sie müssen stark sein. Können Sie für meine Sicherheit garantieren, wenn ich Ihnen helfe? Law, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Nun, ich nehme an, da Sie sich ein nettes Raumschiff und all das haben, vielleicht können Sie sich diesen Leuten entgegenstellen. Ich habe noch immer meine Zweifel, vor allem bei all den zusätzlichen Kräften, über die das Syndikat jetzt verfügt. Die erhalten sogar Hilfe vom Tal Shiar. Das Syndikat setzt mittlerweile nausikanische Piraten und Gorn als Schergen ein. Früher trafen sie sich in den Ruinen in der Nähe, um Details zu sprechen, geheime Geschäfte zu tätigen und um all das zu planen, was uns das Leben vermiest. Das hatte ein Ende, als Sandwürmer diesen Ort zu ihrer Heimat machten. Okay.
Ich bin sicher, dass es dort noch immer einige Daten gibt. Sie werden Informationen in den Ruinen finden. Entweder in den alten Konsolen oder im Bauch eines Sandwurms. Jetzt verschwinden Sie hier, bevor Sie noch jemand mit mir sprechen sieht. Okay, Lau, ich werde dann mal zu den Ruinen gehen. Ich habe eine nette Privatnachricht von Sillen erhalten. Er möchte mir helfen, wenn ich hier nicht weiterkomme. Das ist total lieb von dir. Gott sei Dank, das weiß ich halt wirklich noch aus Erinnerung, weil ich da diese Mission mit dem Schlucky im Livestream gespielt habe. Da waren auch jede Menge andere dabei. Der Knuspi war dabei, der Sascha war dabei. Boah, wer war denn da noch alles? Also so ziemlich, ich glaube, fast ihr alle wart dabei. Ich weiß, dass ich hier jetzt gleich gegen diese Sandwürmer kämpfen muss, die übrigens auch immer wieder kommen. Also da kann, man kann hier nicht nur die Skorpione die ganze Zeit eliminieren, um irgendwelche Sachen zu farmen, sondern auch ja, hier bei den Sandwürmern, Skorpionen. Und da hinten kommt ja nachher auch noch diese riesige Festung, wo noch andere Gegner sind. So, ich fange jetzt erstmal hier mit diesen Würmern an. So, okay. Guck mal, ich werde hier beschossen von denen, ne? Mit irgendeinem Schleim. Das ist ja widerlich. Ekelhaft. Diese ekelhafte Schleim hier. Ah, hier kann man super Sachen farmen. Das letzte Mal man hier auch ganz viele Schilde und andere Sachen bekommen. Also das ist wirklich halt toll, gerade halt so für Leute wie mich jetzt, die hier noch nicht sonderlich viel haben. Du kannst die ganzen Sachen hier einfach einsammeln, nachher replizieren. Und von dem Geld kannst du dir dann in der Tauschbörse das kaufen, was du gebrauchen kannst oder was du gerne hättest. Was dir halt in irgendeiner anderen Art und Weise weiterhilft. Wenn nicht sogar diese Teile, die du hier bekommst, dir schon weiterhelfen können bei dem, was du vorhast. So, dazu muss ich ja halt auch sagen, habe ich ja wirklich großes Glück im Endeffekt, dass ich von euch auch schon so viele Sachen bekommen habe, die, wenn man ehrlich ist, wenn du jetzt neu anfängst hier und du hast halt niemanden, der dir diese Sachen schenkt oder zur Verfügung stellt, dann bist du auch erstmal ziemlich weit davon entfernt, dir die leisten zu können, ne? Ich hatte ja, glaube ich, in der vorletzten Folge euch mal mit zur Tauschbörse genommen, wo ich die Fairy Tale ein bisschen weiter ausrüsten wollte. Oh Gott. Und da hat man ja halt schon gesehen. Ich muss hier erstmal irgendwie weg. Oh! Jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst. Hilf mir! Eliza! Jetzt muss ich vielleicht erstmal eben hier Schlucky helfen. Oh Gott. Okay. Ich muss respawnen. Genauso wie die anderen. Und jetzt sollte ich vielleicht mal gerade nicht so viel quatschen. Tivrel und Sava, kommt ihr? Meine lieben Freunde. Wir müssen die besiegen. Ich habe gerade zu viel gequatscht.
Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Dann hätten wir nicht alle mit dem Gesicht im Sand gelegen. So, und jetzt alle auf die Königin. Ist das überhaupt schon die Königin? Was mache ich denn jetzt? Ach, ich habe mich jetzt aus Versehen da drauf gedrückt, oder was? Ah, sehr schön. Gegenstände nehmen. Warum bin ich wieder tot? Ich habe doch jetzt nichts gemacht. Oh Gott. Jetzt habe ich aufgepasst und mein Schlacki hat mich belebt. Dankeschön, mein lieber Schatz. Dafür kriegst du auch nachher was Leckeres zu essen, wenn wir zurück auf der Brücke sind. Oder in Lost Paradise City oder wie das heißt. So, du bist jetzt fällig, mein Freund. Eliza ist bewusstlos. Das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Die will ich noch beleben. Die ist wichtig. Eliza ist wichtig. Die hat, Eliza. So. Da müssen wir nämlich auch noch welche besiegen. Damit wir diese Informationen der Nausikana bekommen. Dafür brauchen wir Eliza. So, ich bin so ein Idiot. Ich muss mich jetzt gleich auf jeden Fall, muss ich mich mal bei Sillen bedanken. Wenn ich das jetzt nicht nach dieser Aufnahme mehr schaffe, wegen der Serverwartung, mache ich das nachher auf eine andere Art und Weise. Der will mir irgendwie extra irgendwelche Sachen bauen. Ich kann jetzt hier gerade nicht antworten, weil ich hier mitten im in der Action bin. So, gehen Sie da mal. Ach Gott, jetzt bin ich hier schon wieder mitten drin. Ich muss einen Computer in der Bar benutzen, um die Informationen auszuwerten, die ich hier gerade erhalten habe. So, und jetzt sollte ich die Möglichkeit nutzen, diese Viecher, die verlangsamen einen, in die Stadt zurückbeamen. Nach Paradise City. Warte, ich schreibe jetzt mal eben hier, dass ich ich antworte dir gleich. Ich werde jetzt mal eben in die Bar zurückgehen und nach diesem Computer Ausschau halten. So, guck mal, hier kann man auch auf die Post zugreifen. Ach, hier hat jemand eine kleine Katze dabei. Bin ich denn jetzt doof? Ich mach mal eben meine Karte auf. Da hinten muss ich hin. Okay. Da ist er. Informationen aus der Ruine entschlüsseln. Okay, der Zugangscode hat einen Schlüssel, der einen mathematischen Fehler enthält.
Wenn Sie die ersten beiden Stellen so festlegen, dass Sie in der Summe die dritte Stelle ergeben und die zweite und dritte Stelle in der Summe die vierte ergeben, sollte es möglich sein, den Algorithmus auszuschalten. Oh, meine lieben Freunde, ich bin in Mathe doch so eine... so eine Niete gewesen. Also, was heißt Niete? Ich hatte immer ein ausreichend. Außer wenn es um Geometrie ging, das konnte ich so gut. Aber... hallo. Ich will hier... hallo. Freunde, wollt ihr das ernst? Meint ihr das ernst mit mir? Ach Mann. Freunde. Schlacki, ich drück hier nur so rum. Und ich mach alles falsch. Der Blinde sieht alles. Ey, ich habe das sogar richtig gemacht. Ich weiß zwar nicht wie, ich habe jetzt einfach nur hier rumgedrückt. So. Hatte ich da gerade schon was abgeschlossen? Ah, ich habe diese Mission abgeschlossen, ihr Lieben. Die untergegangene Stadt des Paradieses. Hallo, nun sind Sie am Leben. Sehen Sie, wie hätte ich ahnen können, dass Sie anders sind als die anderen. Ich schwöre, ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Sie haben vielleicht wirklich das Zeug dazu, diesen Typen vom Orion-Syndikat heimzuzahlen. Und was diesen blinden Mann angeht? Ah, gut. Ja, ich denke, ich kann Ihnen helfen, etwas mehr darüber herauszufinden. Bleiben Sie vorerst einfach hier, okay? Die Leute reden schon darüber, dass ich Ihnen helfe. Ich will mir gar nicht ausdenken, was geschieht, wenn Sie erstmal weg sind. Wo wir gerade davon sprechen, hier war gerade wer, der nach Ihnen gesucht hat. Sie sagten, Sie wären auf einer früheren Mission heruntergebeamt worden und möchten sich gerne Ihrer Mannschaft anschließen. Okay, sehr schön. Morgen machen wir Blinde erzählen Legenden. Das akzeptiere ich jetzt einfach hier schon mal. Und zum Abschluss dieser Folge, wo wir ja schon mal dabei sind, so mein Birthday Special, da kann man ja hier vielleicht auch mal mit dem Tanzkoordinator sprechen und eine Party machen, ne? Bereit für einen Tanzwettbewerb? Okay, Nimbus Tanzwettbewerb. Kommen Sie, Commander. Ich habe gesehen, wie die Stammgäste Sie beäugen. Sie sind der Meinung, dass Sie nicht hierher gehören und ich neige dazu, Ihnen zuzustimmen. Vielleicht wollen Sie am Tanzwettbewerb teilnehmen, den wir in der Bar veranstalten. Was meinen Sie, Commander? Lust auf ein kleines Tänzchen? Ah, klar. Dafür kriegt man sogar noch was. Ja, machen wir mal mit. Was muss ich jetzt hier tun? Einfach hier rumtanzen oder was? Bereit? So, das macht man hier unten. Jetzt muss ich hier einfach nur rumtanzen. Hallo! Hier ist die Fluffy! Nein, du musst die Mission bei dem Tanzverwalter annehmen oder musst du... Hab ich doch schon längst. Ich habe hier auch Fluschi Flauschi ausgepackt. Jetzt geht's hier ab. So. Oh, habe ich das jetzt verpasst? Du musst die verschiedenen Gestiken dann anwählen. Oh, ich habe schon alles falsch gemacht. Nimbus-Tanzwettbewerb von vorne anfangen. Ja, du musst ja am besten die Gestiken, die holst du dir als erstes mal nach vorne. Ja, tue ich jetzt. Ah, ich muss jetzt auf die Tanzfläche zurück. Nee, jetzt musst du erstmal hier unten auf das, genau, und jetzt gehst du auf Gesten. Ja, das weiß ich. Und dann gehst du da oben auf Pinnikin, dass du dir das anheftest, erstmal. Genau, so und jetzt tust du schon mal runterscrollen auf die verschiedenen Tanzsachen, die du hast. So. Jetzt ist wieder alles fehlgeschlagen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, mach das vorher. Lass mich jetzt in Ruhe, du machst mich verrückt. So. Ich beginne. Ja, ich beginne jetzt von vorne. So, ich muss jetzt auf die Tanzfläche. Bereit? Ja, natürlich bin ich bereit. Schwing die Beine. Das oder was? Genau. Rock die Bude. Die Hände in die Luft.
Tanzwettbewerb ist fehlgeschlagen, weil ich das mit den Händen in die Luft nicht gemacht habe. Wo ist das denn? Ich guck mal eben hier. Hampelmann? Wo ist denn hier Hände in die Luft? Winken? Na, Freunde, das muss ich jetzt natürlich noch eben gucken hier, ne? Hampelmann, Kopfsch... Ich weiß nicht, was das ist. Hände in die Luft, wie ich das mache. Ich versuch's einfach nochmal. So, jetzt stelle ich mich hier einfach drauf und versuch's nochmal. Ja, ich bin bereit. Ah, schon wieder alles fehlgeschlagen. Ich versuch's noch einmal, weil ihr es seid. So, jetzt gehe ich nochmal dahin. Ja, ich bin bereit. Mach den Clubtanz. So, rock die Bude. Mach den Seitschritt. Keine Ahnung, wie man das macht. So, liebe Leute, wie ihr also seht, ich bin tänzerisch nicht gerade sehr begabt. Ich kann trotzdem die Bude rocken, auch wenn ich zu dumm bin. Irgendwie, ich wahrscheinlich, im Endeffekt habe ich ja verstanden, wie das funktioniert. Hier frustriert könnte ich machen. Ja, liebe Leute, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich muss wahrscheinlich hier nur diese ganzen Sachen mal alles richtig finden. Prinzip habe ich verstanden. Aber, ja. Ich bin halt Fluffy. Bei mir darf sowas passieren, ne? So. Mit diesen... Oh, wie schön, die Fluschi-Flauschi. Diese Öhrchen. Erinnert mich immer an Flip. Der hat nämlich auch so lange Ohren. So sitzt der immer vor mir, wenn der was haben möchte. Da, da, da. Ja. So. Mit diesen Bildern, ihr Lieben, werde ich mich für heute von euch verabschieden. Macht euch einen schönen Tag, habt eine tolle Zeit. Lebt lang und in Frieden. Wir sehen uns morgen wieder zu Blinde erzählen Legenden. Und ich guck mal, vielleicht zeige ich euch beim nächsten Mal, ob ich den Tanzwettbewerb doch noch rocken kann, ja? Macht's gut, eure Fluffy. Tschüss.